Moin, willkommen zurück bei Wild Thing und einem Top-Review. Ja, das letzte Review ist schon bei mir schon eine Weile her. In der Festival-Saison kommt immer nicht so viel raus und ich bin auch immer busy, dass ich nicht alles rezensieren kann. Aber ich habe noch eins hiervon bekommen, muss man tatsächlich so sagen. Wir rezensieren jetzt in diesem Top-Review Cerebral Invasion mit ihrem Debütalbum A Story of Death. So sieht das aus. Ich habe das gerade so betont, ich habe noch eins bekommen, denn das Album ist jetzt schon ein paar Tage draußen, muss man sagen. Ich habe es quasi zum Release bekommen von der Band selbst. Und als ich das übergeben bekommen habe, da war das erst ein paar Tage draußen, da hieß es schon, das ist ausverkauft. Die Prints, die gemacht haben, sind tatsächlich ausverkauft. Und das ist auch schon mal ein krasser Fact. Aber ja, heißt auch vielleicht nur, dass sie gutes Marketing gemacht haben. Nein, wir rezensieren das jetzt. Und zwar einmal zu den nackten Fakten. Also Cerebral Invasion ist eine Death Thrash Metal Band hier aus der Gegend. Und wie gesagt, das hier ist deren Debütalbum, A Story of Death. Das hat insgesamt 10 Tracks mit einer Spielzeit von knapp 44 Minuten. Was ist denn da heute los? Und man muss dazu aber eine Klammer setzen, denn genau in der Mitte, beim 5. Track, Brainwashed into Fucking Madness, klickert's. Also wir haben Cerebral Invasion hier tatsächlich schon mal rezensiert, mit der ersten EP, jetzt das Debütalbum. Und da gab's den Song Brainwashed into Madness schon drauf. Den haben die jetzt sozusagen re-recorded und hier als Bonustrack mitten reingedengelt. Das hat sicher auch einen Plot-Hintergrund, aber das ist halt als Bonustrack markiert, da dieser Song vorher schon rausgekommen ist. Nur, dass der jetzt den Zusatz Fucking bekommen hat. Was für mich auch völlig okay ist. Ja, A Story of Death, wie gesagt, so sieht das aus. Klassischer Thrash-Metal-Stil, ein bisschen Slayer angehaucht. Von der Optik finde ich alles sehr düster gehalten. Wie gesagt, Death Thrash, das ist ganz spannend, denn die EP, die war noch deutlich thrashiger, klassisch thrashiger. Jetzt haben wir einen ziemlich astreinen Death Thrash. Wie klingt das? Ich habe irgendwas im Hals. Und ja, wie klingt das? Es klingt auf allen Ebenen sehr unterschiedlich. Denn wir haben hier, wenn wir die Ebene der Gitarren mal nehmen, inklusive des Basses natürlich, die Musikebene sozusagen, haben wir hier sehr klassischen Thrash. Vereinzelt, aber vereinzelt auch nicht. Das Album ist sehr vielseitig, der Sound ist sehr vielseitig. Wir haben viele Riffs, die irgendwo so zwischen Overkill, Death Angel und Slayer stattfinden. Wenn die solieren, klingt das aber häufig sehr nach klassischem Metal. Und da erinnert es mich tatsächlich sehr stark an Judas Priest. Die Drums dazu sind dem Tempo häufig angemessen und fallen dadurch, sind klassische Metal-Drums, häufig uff da, uff da, uff da auf die Homme. Finde ich gut, passt gut zum Stil. Riffing haben wir. Und der Gesang ist halt so ein bisschen Graves, schwedischer Death-Metal angehaucht. Ein bisschen oldschool, aber auch ein bisschen brutal. So, der benutzt weitestgehend der Sänger eine Stimme. Hier und da würde es vielleicht gut kommen, wenn er mal ausrasten würde noch. Aber sei es drum. Und das ist dann zusammen so ein bisschen der, ja, der Sound von Cerebral Invasion. In kurz. Das hat aber sehr viele Ebenen, denn das ist von Song zu Song sehr, sehr unterschiedlich. Dazu komme ich gleich im Detail noch. Aber eins noch vorweg. A Story of Death heißt das Ding. Und es ist, ja, inhaltlich eine Art Konzeptalbum. Jetzt machen wir hier, ja, selten wirklich große, ja, ich weiß nicht, Ausführungen über Inhalte und Texte. Ich finde, gerade in der Musik gibt es bei den Texten immer sehr viel Interpretationsspielraum. Wenn ich euch jetzt erzähle, wovon das Album handelt, habt ihr nicht mehr die Möglichkeit, das vielleicht auf eure eigene Weise zu interpretieren. Aber so ganz grob fängt es halt mit einem Intro an, Declaration of Hate. Und das geht dann, das Album, so weiter, bis es dann endet in A Story of Death. Und man hat den Eindruck, es geht so durch die vielen menschlichen Abgründe von Song zu Song. Deswegen findet man auch viele Themen wieder. Rise or Be Killed, Brainwashed into Fucking Mad. So Schlagwörter, Savage Awakening, Blind Leading the Blind, Face of Fear, Demons, Fear, Madness, das sind Hate, das sind halt wiederkehrende Themen und es, ja, und es geht so ein bisschen durch die Abgründe und durch so ein bisschen durch so ein Leben durch, gefühlt, was alles schief gehen kann, bis man dann halt drauf geht, gefühlt. Das ist so, wie ich es jetzt gesehen habe. Es fängt halt so kriegerisch mit diesem Declaration of Hate an und endet tatsächlich auch mit so einem Schlagwort. Insofern hat, dazu sehe ich es, die Reihenfolge der jeweiligen Songs hat da absolut, ja, Hirnschmalz bekommen. Und klar, wenn man jetzt das Booklet aufmacht, die Texte sind alle drin,
kann man das alles nachlesen. Das werde ich euch jetzt nicht vorkauen. Aber da ist halt eine Menge drin. So, ob man das Konzept jetzt annimmt oder nicht, bleibt natürlich immer noch die musikalische Ebene. Was man aber definitiv merkt, ist, dass sich das Album entwickelt. Storytechnisch ist vielleicht eins, aber das andere ist auch musikalisch. Denn es fängt sehr wild an, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr thrashig, mit Thrashing-Songs und wird hinten raus vom Tempo langsamerer, von der Atmosphäre düster, von der Stimmung. Und das unterstützt diesen Konzeptgedanken ganz spannend. Und das, kauft man den dann so ein bisschen ab, ohne dass das Album natürlich dann auch über die Tracks hinweg ja irgendwie auch langweilig wird oder überhaupt in Gefahr kommt, langweilig zu werden. Denn das passiert nicht, wenn man das Album halt entwickelt. Und bei 43, knapp 44 Minuten Spielzeit haben wir eine ziemlich standardisierte Länge. Man muss jetzt natürlich so ein bisschen den Bonustrack, der aber einfach hier drauf ist, ausklammern. Aber wenn sich so ein Album entwickelt von Song zu Song und das jetzt nicht alles atypisch ist, denn das ist es wirklich nicht, wir gehen gleich noch auf Songs ein, dann macht es halt Sinn und hält halt auch die Aufregung des Hörers am Laufen. Was man auf jeden Fall auch noch sagen muss ist, und das merkt man dann auch an den Themen, die verarbeitet sind, das ganze Ding ist emotional. Da ist eine Menge Wut drin, ne? Da ist eine Menge Abgründe sind da verarbeitet, gefühlt, hätte ich jetzt gesagt. Und ich glaube schon, dass da auch ein emotionales, dass eine gewisse tiefe Emotionalität da ist, die sich in einer thrashigen Wut halt herauskanalisiert. Ganz so, wie Thrash eigentlich dann halt auch soll, finde ich zumindest. Und passt einfach ganz gut. Genau, und das ist es halt tatsächlich. Denn, ja, die musikalische Entwicklung, darauf müssen wir jetzt noch präziser eingehen, ist halt tatsächlich das Spannende. Ich sagte schon, gerade im Riffing ist irgendwo zwischen Overkill, Death Angel und Slayer. Das kann man aber so ein bisschen auch auf Songs halt tatsächlich runterbrechen. Denn, wie ich schon sagte, es fängt sehr thrashig an, sehr auf die Omme. Und endet halt eher düster. Was bedeutet das? Naja, also der Opener, also vom Intro, Declaration of Hate mal abgenommen, Conquer All heißt der, geht knapp 5 Minuten. Der erinnert mich so ein bisschen an Death Angel. Und zwar so guter alter Art of Violence hier, was heißt das, 87er Album oder was? Death Angel, wirklich hinten raus mit schnellen Riffs und einer Menge Wut, ein bisschen jugendlich dabei, finde ich gut. Und entwickelt sich so weiter, Survival of the Week, da bin ich dann eher vielleicht bei Overkill. Dann wird es halt tatsächlich ganz spannend. Und deswegen von Song zu Song. Vierter Song, Rise or Be Killed. Mein persönliches Highlight des Albums, muss ich dazu sagen, Rise or Be Killed. Hat ein bisschen vom Riffing was Heavy-Metal-mäßiges. Sehr konkret würde ich sagen, erinnert mich das Riffing sehr stark an Judas Priest. In ein Thrash-Gewand, umhüllt, möchte man sagen. Aber ich finde, es hat sehr viele klassische Metal, also wirklich klassische Heavy-Metal-Aspekte hier drin. Und gerade im Riffing habe ich irgendwie instant so einen Judas Priest-Vibe gehabt. Und das geht dann weiter, dann kommt halt der fünfte Track, Brainwashed into Fucking Madness, den haben wir auch, wie gesagt, schon auf der EP mal zwischen gehabt, macht immer noch Spaß, finde ich ganz okay. Dann sechster Track, Savage Awakening, hat, finde ich, auch einen klassischen Metal, eher eine klassische Metal-Sache, nimmt ein bisschen das Tempo raus, nach hinten raus thrasht er sich auch, ganz klar, aber der fängt sehr klassisch metallisch an, also wirklich auch mystisch, gar nicht dann so sehr auch, wie soll man sagen, gar nicht so sehr, was hatte ich gerade, Judas Priest, sondern halt auch vielleicht sogar noch langsamerer Metal oder so. Auf jeden Fall cool und thrasht sich dann hinten raus natürlich trotzdem raus. So geht es dann weiter und dann ab dem Song 8, da geht es dann, wie ich finde, richtig los. Face of Fear, dann werden die Songs auch ein bisschen länger, 5:48 und den Song Nummer 8, den Titeltrack, A Story of Death mit 5:46, muss ich dann direkt mitnennen, weil die sehr ähnlich sind. Und da sind wir dann beim Slayer. Da sind wir bei Slayer und zwar diese, End-80er um 1990 rum Slayer, so Richtung, ich weiß nicht, Season of In the Abyss oder sowas, vom Riffing erinnert mich das tierisch dran, aber halt auch mit Gitarren mal stehen lassen und langsamen Drums und eine Mystik und eine Düsternis aufbauen und die steht denen unglaublich gut. Denn du kannst am Anfang, klar, immer diesen jugendlichen Thrash auf die Omme und da passt auch der Gesang zu und das Gesang geht auch in so ein Gebelle, das passt gut dazu, aber wenn die dann ein bisschen das Tempo rausnehmen, die Riffs mal stehen lassen, schön dissonant und die Gitarren klingen lassen und so weiter und so fort und so kleine ne? sowas in die Richtung vom Slayer-artig, ich finde, es ist einfach Slayer-artig
Wenn die das stehen lassen, steht denn das auch gut. Dieser Death-Aspekt kommt dadurch plötzlich viel stärker raus, geht dann vom Thrash-Aspekt weg und geht halt mehr in den Death-Aspekt. Die Düsternis kommt, anstelle der Energie. Und das, finde ich, ist tatsächlich saugeil. Das passt gut. Einerseits passt das gut in der Entwicklung des Albums. Denn du hast hier, und ich habe es ja jetzt genannt, so ein bisschen Overkill, Death Angel, Judas Priest und jetzt auch Slayer genannt, so als Assoziation, woran mich es erinnert, wie es so ein bisschen klingt, um einen Vergleich herzustellen und so. Aber das schaffen die halt irgendwie als Story halt, sich dahingehend zu entwickeln. Und klar, immer mal wieder Elemente von allem dabei. Ganz klar, ist ja auch eine Band. Aber es ist schon so, dass das Album da hinten heraus eine Düsternis sich entwickelt. Und wie gesagt, zum Plot, der ja irgendwie da drin steckte, passt es auf jeden Fall. Denn das endet dann mit dass der Tod irgendwie da ist. So habe ich das Album jetzt verstanden. Und dann ist es um. So, und deswegen Titeltrack als letztes. Auch eine Gegebenheit, die man... Ich wüsste jetzt nicht viele Alben, wo das so ist. Es gibt welche, aber ne, der Titeltrack als letzten Track ist auch mal ein Statement. Und dahingehend entwickelt sich es halt gut und beendet das. Finde ich klasse. Ein Album mit viel Entwicklung. Und ich habe halt kurz mit dem Sänger gesprochen, der mir das auch gegeben hat. Grüße gehen raus. Der hat sich sehr viel Gedanken zu der Story gemacht. Der hat unglaublich viel daran konzipiert. An dem gesamten Album, wenn ich das richtig verstanden habe. Von einerseits Artwork passend zu den Inhalten und so weiter. Das machen viele Bands. Ich finde aber, viele Bands ist es halt, zahlt sich das hinten raus nicht raus, muss man so sagen. Und ich finde aber tatsächlich hier... Hört man das? Man hört, dass da Entwicklung drin steckt. Wir haben jetzt auch ein bisschen auf das Album gewartet. Man hört auch, dass da Herzblut drin steckt. Man hört auch, dass sich da Gedanken über Komposition und punktuell welcher Song wohin und so weiter, dass das halt, dass das so sein soll, wie es ist. Es gibt natürlich viele Alben da draußen, da kannst du die Songs switchen. Da geht es dann eher um die grundlegende Spannungskurve. Hier geht es auch um die Storytelling-Kurve. Und auch wenn ich jetzt gar nicht so sehr auf die Texte eingegangen bin und das hier auch nicht möchte, finde ich, spiegelt das musikalisch das aber auch schon wieder. Und das ist schon gut. Und das, finde ich dann, ist für mich persönlich auch immer der Zugang, dass man sagt, ey, wenn diese Spannungskurve und wenn diese Storytelling-Kurve tatsächlich auch in die Musik eingeht, dann macht es auch Spaß, in der Story nachzulesen und in dem Booklet nachzulesen, was wird da eigentlich gesungen und wie entwickelt sich das eigentlich wirklich. Ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht, Konzeptalben. Viele Bands behaupten, die machen Konzeptalben. Finde ich ja schwierig, haben wir ja schon mal drüber gequatscht. Aber ich finde tatsächlich hier... Es ist jetzt noch nicht wie bei Crimson Idol, es gibt hier keine gesprochenen Parts, Hörspielcharakter, aber es ist schon näher dran, weil du diesen musikalischen Faden der Entwicklung hast. Und das, finde ich, ist total spannend. Ich habe halt tatsächlich noch so einen Bonuszettel bekommen mit Erklärungen, so eine Art, ja, das ist ein Promozettel. Es ist halt wirklich eine spannende Kombination. Denn einerseits, klar, ich glaube, es ist denen wichtig, dass die Story rüberkommt. Ich finde, das muss es gar nicht, um dass hier die Qualität schon rauskommt, um die rauszuhören, denn die Entwicklung in der Musik reicht mir persönlich schon. Und die Story ist dann eher das Bonbon, das Sahnehäubchen oder die Kirsche darauf. Und was man hier tatsächlich aber eher hört ist, und das ist das, was irgendwie alle beschissenen Underground-Bands da draußen auf ihren verkackten Promozettel schreiben, dass unsere unterschiedlichen musikalischen Herkünfte machen unseren einzigartigen Sound. Und ihr klingt wie alle anderen. So, natürlich ist dieser Sound hier nicht ultra innovativ. So, das ist halt ein Death-Thrash, der ist vorne raus, der ist manchmal deathiger, manchmal thrashiger. Früher war die Band, wie gesagt, überhaupt noch ein bisschen thrashiger, ist mein Empfinden auf der EP. Jetzt haben die das Deathige noch mehr reinfließen lassen, aber halt auch zu nutzen gewusst. Und gerade hinten raus bei den Songs, die dann so ein bisschen Düsternis entwickeln. Und das kommt damit sehr gut, das kommt dann auch über Riffing. Und ich finde tatsächlich hier, dass man schon auch hört, wie viele Einflüsse hier drin stecken und die halt natürlich nach unterschiedlicher Gewichtung, wie ich das natürlich bei den einzelnen Songs schon gesagt habe, halt auch innerhalb der Songs stattfinden. Und ich meine, das sind jetzt Leute, die haben wir häufiger schon mit vielen Projekten
zwischen gehabt. Also die beiden Gitarristen sind der Stefan und der Dominik, die schon bei Fairy Tale und also der Stefan bei Fairy Tale und bei Dino irgendwas, das habe ich schon wieder vergessen, und den den Dominik von Task Force Toxicator und von von der anderen Speed Metal Band, die sind dabei. Also es ist halt auch sowas Lokales, man kennt die Jungs, und der Mammut halt am Gesang. Der war bei uns immer im Helvete unterwegs und so, also ich kenne die schon eine Weile, aber jetzt haben sie es endlich, ja, und mit den unterschiedlichen Hintergründen, und ich kenne die unterschiedlichen Hintergründe bei den Jungs, das ist halt das Spannende, und die haben es wirklich geschafft, da reinfließen zu lassen, und das gefällt mir dann ganz gut. Eher in Details, muss man ganz klar sagen, der gesamte Sound, so aus den ersten Hör wirkt erstmal so, ja, macht Spaß so, aber bei den Details, und da sage ich dann tatsächlich mal hier und da die Riffings, der Aufbau der Songs und auch die Soli, die dann, und dann besonders, wie gesagt, bei Rise Will Be Killed, fand ich, wo dann so Judas Priest-Assoziationen kamen, dass da die Details machen es hier. Die Details machen es tatsächlich. Und ich finde halt tatsächlich, angesichts dessen, dass dieses Album, diese CD tatsächlich schon ausverkauft ist, Reprint ist wohl in Arbeit, Vinyl soll auch kommen, spricht auch dafür, dass es zumindest ein großes Interesse daran gibt, aber dass hier auch irgendwas, ja, mit Spannung betrieben wird. Ne? Also ich glaube, da waren auch viele tatsächlich gespannt, wie dieser erste Release ist. Also die haben auch echt viele Klicks bei Social-Media-Plattformen, wo ich schon denke, für eine, ja, irgendwie eine Band, die sich noch selbst vertreibt, gibt es ja auch nicht mehr so viele. Das ist komplett selbst produziert und alles, alles selbst organisiert. Finde ich schon einerseits positives Beispiel, dass Bands sowas heute noch können, weil ausverkauft, Leute, ausverkauft. Ne? Und das heißt, es hat sich finanziell gelost, wenn die kein ruinöses Geschäft gemacht haben. Und das gibt dann schon echt viel Sinn. Also da wartet dann schon auch, ja, irgendwie auch eine Zukunft auf die Band, würde ich sagen, tatsächlich. Ohne das jetzt vorwegnehmen zu wollen, weil das ist erst das Debütalbum und die haben eine EP draußen, EP und Debütalbum. Und so ein paar, ich glaube, Singles als Video veröffentlicht, die halt aber jetzt natürlich auch drauf sind, ne? So, und das ist dann halt die Story of Death von Cerebral Invasion. Mein Fazit ist volle 5 von 5 Punkte. Jetzt nicht mit Sternchen, muss ich dazu sagen, eher mit der Tendenz zu 4. Ich finde, 4 ist hier zu wenig. 4 wäre halt, wenn das Konzept für mich musikalisch weniger greifbar gewesen wäre, hätte ich 4 gegeben, weil hier trotzdem sehr viel geile Sachen passieren im Text, da ist viel Hirnschmalz reingeflossen. Da passiert einfach viel, das passt gut. Aber es ist halt so, dass ich finde, der eine Punkt mehr, dadurch, dass es musikalisch ausgegriffen wird, die Story erzählt würde, das macht für mich den Unterschied. Ein paar gute Songs dabei. Ich glaube tatsächlich, je nach Gewichtung kann das der Favorit sehr, sehr unterschiedlich sein. Mir gefällt Rise or Be Killed am meisten. Ansonsten ist Story of Death oder Face of Fear, die dann ein bisschen düsterer werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute Conquer All sagen oder Savage Awakening oder so. Da sind sehr gute Songs drauf. Hits in dem Stil finde ich ja sowieso schwierig, es sei denn, du machst Biergrüll-Hymnen und das ist nicht der Anspruch der Band. Deswegen finde ich das schon so okay. Und wie gesagt, in Details gibt es hier viel zu sehen. Und das macht dann insgesamt, finde ich, einfach auch ein sehr, sehr solides Album. Und ich glaube tatsächlich, dass die Band einfach da sehr vieles richtig macht. Und machen wir uns nichts vor, wenn das Album schon ausverkauft ist. Ich mache euch das jetzt den Mund wässrig. Das wird reprinted. Ihr könnt es natürlich trotzdem, glaube ich, auf einschlägigen Streaming-Plattformen hören. Und bei YouTube gibt es das wahrscheinlich auch schon hochgeladen. Also ihr habt Möglichkeiten, das zu hören. Und es wird auch gereprintet. Und kommt wohl auch noch auf Vinyl. Was echt spannend ist. Wobei ich dann glaube, dass Brainwashed into Fucking Madness, der Bonustrack, vielleicht nicht drauf sein könnte. Deswegen in der Mitte der Bonustrack, dass da die Vinyl geteilt wird. So viel aber nur meine unprofessionelle Erwartung. So viel von mir zur Cerebral Invasion, A Story of Death. Wirklich volle 5 von 5 Punkte. Mein Fazit habt ihr. Meine Empfehlung ist ganz klar Rise or Be Killed als Song. Aber es lohnt sich hier einen Blick auf die Details. Und wenn ihr geil auf Story seid, dann guckt auch in die Lyrics rein. Wie gesagt, mit sehr viel Emotionalität verbunden und es gibt vielleicht einen roten Faden. Ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber macht schon Sinn. Es geht übrigens auch rum, dass Cerebral Invasion wollen diese, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Social Media wollen die auch noch das Konzept des Albums irgendwo irgendwie erklären, vielleicht in Form eines Interviews oder halt auch in Form eines Social Media Posts. Lohnt sich vielleicht auch da, dem zu folgen. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, habe ich jetzt aber auch nicht mehr tagesaktuell recherchiert. Finde ich, ist aber nur ein Bonuspunkt. Wie ich schon sagte, das ist der Bonuspunkt. Es ist wirklich so, dass das Album auch ohne die ganze Story an sich sehr Spaß macht. Auch
aufgrund dieser Entwicklung der Songs. So, bevor ich mich jetzt wiederhole, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hört mal rein, sagt mir, was ihr so denkt, was für Assoziationen ihr so habt und so weiter und so fort. Vielleicht, ich glaube, einige kommen hier aus der Gegend und kennen die Jungs dann vielleicht tatsächlich auch, haben dann nochmal einen anderen Zugang. Ich bin sehr gespannt. Ja. Lasst mal einen Kommentar da, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten liked dieses Video und oder folgt mir, falls ihr noch mehr von mir sehen wollt, würde ich mich sehr freuen. Und lasst natürlich der Band auch mal ein bisschen Traffic da, ist schon auch was Spannendes, was man gerne verfolgen kann. Vielen Dank auf jeden Fall euch fürs Zusehen, bis dahin, ciao, ciao.